Kennst du das Verlangen nach süßem, salzigen und fettigen, wie zum Beispiel Süßigkeiten, Chips, Burger, Fastfood und anderen Industriesachen? Und das kommt dann vor allem, wenn du deine Ernährung oder dein Essverhalten in eine gesündere Richtung umstellen möchtest und du dir dann einfach einen schlechten Kopf machst oder dir Vorwürfe, warum es dir gerade passiert ist, dass du in diesen Fressrausch reingekommen bist. Und genau jetzt ist Schluss damit. Ich helfe dir, wie du es schaffst, deine Heißhungerattacken zu bewältigen, dass sie auch in Zukunft nicht mehr wiederkommen und dass du auch besonders, wenn du bei deiner Ernährungsumstellung dranbleibst, vor allem wenn es um die schleimfreie Heilkost und Rohkost geht. Also hier meine Tipps und Tricks und meine Erfahrungen, wie du damit umgehst. Um eine Lösung für das Problem zu finden, ist es erstmal wichtig, woher die ganzen Heißhungerattacken kommen. Also einerseits natürlich haben wir unseren Körper davon abhängig gemacht, das ist wie ein kalter Drogenentzug, so eine Ernährungsumstellung, und unser Körper hat dann dementsprechend das Verlangen nach diesem salzigen, süßen, fettigen, nach dem ganzen Industriefood und Fastfood. Und da wieder wegzukommen, ist es halt sehr wichtig, sich einerseits einen Plan zu machen und sich auch dementsprechend bewusst zu machen und sich halt wieder neu umzuprogrammieren. Also das heißt, dass man auch dementsprechend schaut, dass man seinen Dopaminspiegel wieder auf einen normalen Level bekommt, weil zum Beispiel dieses ganze schnelle Essen, was wir uns da reinhauen, erhöht halt unseren Dopaminspiegel so rasant, und manche sind ja die ganze Zeit irgendwie am Essen. Das heißt, man muss halt sich dementsprechend bewusst sein und auch mit dem Kopf dabei sein und sich auch bewusst sein, okay, das ist jetzt wie ein Drogenentzug, wie schaffe ich das von meinem Kopf und wie schaffe ich das auch von meiner mentalen Einstellung, und kann ich da dementsprechend auch Konflikte lösen, weil uns auch sehr viel Frustessen beigebracht worden sind, um halt Konflikte zum Beispiel zu unterdrücken, und sich halt mit den Sachen auch einfach beschäftigen und guckt, wie bewältigt das Ganze. Und natürlich auch in dem Zusammenhang, was auch wieder mit den anderen Sachen korreliert, auch die entsprechende Entgiftung auch mit einleiten, weil unser Körper vollgestopft ist. Und es kann auch wirklich zu unschönen Sachen dann folgen, also zu unschönen Zeiten, die uns auch rückfällig werden lassen. Also kommen wir jetzt zu den Lösungen, und der erste Schritt ist halt einmal mit dem Kopf dabei sein, beziehungsweise die mentale Einstellung ändern, und schaut, dass ihr andere Gewohnheiten etabliert und eure Konflikte dementsprechend löst. Also zum Beispiel bei den Konflikten, die da auftreten können, warum ihr dieses Frustessen macht. Und da solltet ihr erstmal euch zum Beispiel ein Tagebuch führen, wo einfach blind, ohne nachzudenken, eure Konflikte da aufschreibt, beziehungsweise da, wenn ihr euch wütend fühlt, enttäuscht oder irgendwie so von einem Menschen, das einfach aufschreibt und das dann einfach weglegt und das für 2, 3, 4, 5 Wochen macht und euch dann erst das Ganze durchlest und dann schaut, okay, dann können wir mal schauen, okay, was hat mich auf die Palme gebracht und wann habe ich dann versucht, das zu kompensieren. Und so tut er das, weil er es einfach unbewusst aufschreibt, ohne irgendwie nachzudenken, dann kommt ihr wirklich auch an den Grund von dem Konflikt, und dann könnt ihr dann schauen, ob ihr das mit dem Menschen ansprechen wollt, wie ihr es dann für euch lösen könnt, und so könnt ihr zum Beispiel damit arbeiten. Also identifiziert erstmal eure Konflikte, gibt es ja genug Videos auf YouTube, die man sich da dementsprechend anschauen kann, und dann neue Gewohnheiten etablieren, also zum Beispiel, dass man sich dementsprechend informiert, welche Rezepte kann ich zum Beispiel denn aufnehmen. Zum Beispiel auf meinem Blog habe ich sehr viele Sachen zur Gourmet-Rohkost, zur Übergang. Könnt ihr auch da gerne vorbeischauen, weil ich euch unten in der Videobeschreibung zum Beispiel verlinken. Sich halt da erstmal Rezepte aufschreibt, die man sich in seinem Alltag integriert, weil für viele ist es das Problem, dass sie den Alltag da das noch machen müssen und da und das noch machen, nicht genug sich die Zeit einräumen, beziehungsweise nicht geübt sind oder gewohnt und es für sie dann Stress ist, sich neue Rezepte rauszusuchen, vorzukochen oder vorzubereiten, und dementsprechend da keine Zeit da rein investieren möchte. Deshalb greifen ja die Leute dann auch zu Fast Food oder zu schlechten Sachen. Das heißt, nehmt euch die Zeit, sucht euch Rezepte raus, macht einen Ernährungsplan. Ich biete zum Beispiel auch individuelle Ernährungspläne an, wer da Interesse habt, wo ich dann auf eure Bedürfnisse das alles zusammenschneide oder zusammenschuster. Und wir da auch dementsprechend da voran arbeiten können. Link ist auch unten in der Videobeschreibung. Und guckt auch, wenn ihr euch das so zusammenstellt, dass ihr vielleicht auch schrittweise umstellt. Also viele machen das Problem, dass sie von heute auf morgen zum Beispiel auf die Rohkost umstellen möchten und dann einen vollen Entgiftungsentzug abbekommen. Schaut erstmal, dass ihr Sachen reduziert oder Alternativen sucht. Vielleicht immer weniger Fleisch esst, vielleicht nur noch einmal die Woche oder nur einmal die Woche Fisch, wovon ich sowieso abraten würde. Vielleicht nur dann Fleisch komplett weglassen und eine Zeit lang Käse und die Milchprodukte nochmal integrieren und das dann nach und nach halt immer wieder weglässt. Speziell jetzt für die Leute, die auf die schleimfreie Heilkost bzw. Rohkost umstellen möchten, was ich empfehlen kann: gebackene Süßkartoffel, gebackene Kürbis,
sehr viel Blattgemüse jetzt im Winter, zum Beispiel Feldsalat, Grünkohl, rote Beete, Saft kann man auch zum Beispiel sehr gut machen oder gedünstete rote Beete für einen Übergang. Sprossen habe ich auch ein Video dazu gemacht, besonders für die Krisenvorbereitung sehr zu empfehlen, werde ich euch auch oben hier in der Infokarte verlinken oder auch unten in der Videobeschreibung gerne auch da vorbeischauen. Was ich auch nur empfehlen kann ist, wenn ihr zum Beispiel so Heißhungerattacken habt oder Appetit, trinkt genug. Die meisten Leute trinken sowieso zu wenig. Am Morgen könnt ihr zum Beispiel 1 Liter Wasser direkt nach dem Aufstehen trinken oder ein bisschen Zitrone mit reintun oder Tee und sowas. Aber trinkt über den Tag verteilt genug, dann habt ihr sowieso, könnt ihr dann so euren Hunger unterdrücken und entgiftet euren Körper. Weil das ist der zweite Punkt. Ihr müsst euren Körper auch entgiften, Darmreinigung machen, Darmsanierungen auch dementsprechend machen, damit ihr zum Beispiel weniger Probleme mit Parasiten habt, die ja das, dieses Verlangen oder Botenstoffe nach diesen Sachen da ausstoßen. Fasten, jeder kann Intervallfasten lernen oder auch kurzzeitiges Fasten von 1, 2, 3 Tagen. Habe ich auch ein Video dazu gemacht, werde ich euch auch oben in der Infobeschreibung verlinken. Ich biete auch Fastenbegleitung auf meiner Webseite an, beziehungsweise in meinem Coaching-Angebot oder allgemein auch das Coaching. Wer da Probleme hat, kann mich da gerne diesbezüglich anschreiben, habe schon mehr als 5,5 Jahre Erfahrung, habe da auch regelmäßig Video gemacht und die Leute sind auch sehr zufrieden mit meiner Arbeit. Also auch da gerne, wer Beratung und Coachings haben möchte, kann mich da gerne anschreiben oder auch weitere Informationen auf meiner Webseite. Die Link verlinke ich auch auf meiner Videobeschreibung. Aber hier schaut, dass euren Körper entgiftet und reinigt. Macht auch genug Sport, basische Bäder, frische Luft, Bewegung, dass ihr auch dementsprechend abgelenkt seid. Also die meisten Leute sind so sehr fokussiert auf das Essen und dass sie sich da zu viel Stress machen. Also Stress solltet ihr auch, glaube ich, ist jedem bekannt, vermeiden. Also schaut, dass ihr Aktivitäten macht, weil dann vergessen die meisten Leute halt, dass sie irgendwie essen müssen oder essen wollen oder irgendwie so, weil es bei vielen ja Gewohnheit ist. Und wenn ihr halt irgendwelche Aktivitäten habt, wofür ihr brennt, wenn ihr euer eigenes Projekt habt, wenn ihr finanzielle Unabhängigkeit anstrebt, wenn ihr eure Muskeln aufbauen möchtet, euren Körper bearbeiten, Kampfkunst macht oder so irgendeine Tätigkeit, dann vergisst ihr auch zu essen. Und das kann ich auch nur hier empfehlen. Sucht euch Tätigkeiten und die auch als Gewohnheiten zu etablieren. Dieser Punkt sollte selbstverständlich sein, aber ich erwähne ihn mal trotzdem. Ihr solltet nicht mal an den Punkt kommen, dass ihr diese Sachen kauft, die halt nicht gesund für euren Körper sind, die halt Fast Food, Schokolade oder sonst irgendwas ist, wo euch danach schlecht fühlt, wenn ihr die irgendwie im Schrank seht und dann zugreift, weil ihr dann nur noch isst, isst und isst. Also kauft die Sachen erstmal gar nicht, dass ihr da gar nicht mal in die Versuchung kommt. Und wenn ihr dann wirklich so eine Heißhungerattacke habt auf einmal und ihr dann nur noch essen, essen, essen wollt, dann schaut, dass ihr irgendwie andere Sachen da zur Hand habt, die ein bisschen dichter sind. Also beispielsweise macht euch Gourmet-Rohkost, Torten oder sonst irgendwas oder etwas dichtere Crackers oder so, wo ihr da einfach mal ein Stück reinbeißen könnt und dann ihr dann satt seid von den Sachen. Oder auch irgendwie Nüsse, Avocado oder Fettreiches, dass ihr einfach da euren Verlangen auch richtig stillt. Wichtig auch dabei, was halt im Zusammenhang mit diesem Punkt auch einhergeht, kaut eure Sachen bitte richtig, weil das löst auch dementsprechend bei euch die Sperre aus, dann seid ihr wenigstens bewusst, wann euer Körper Schluss hat und da isst ihr auch automatisch weniger, wenn ihr halt das nicht einfach runterschlingt wie die meisten, sondern richtig kaut. Und da ist auch wieder das Problem bei den meisten, die hocken sich irgendwie vor Netflix, Fernseher oder sonst irgendwie, schauen ihre Serie und essen, 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 essen und haben überhaupt gar kein Bewusstsein mehr, wie viel sie da gegessen haben, was sie da gemacht haben und so. Hockt euch richtig hin. Esst eure Sachen, speichelt das gut ein, kaut es und zum Beispiel Wildkräuter kann man richtig lange kauen mit den Bitterstoffen. Sorgt es auch dazu, dass ihr dann irgendwann eine Esssperre habt und ihr nicht mehr essen wollt. Und das kann ich auch nur jedem empfehlen. Sucht euch irgendwie Kräuter, wo ihr rumkauen könnt, wenn ihr Heißhungerattacken habt oder irgendwie so, dass ihr da schon mal dieses Problem aufgelöst habt. Jetzt sind wir am Ende des Videos angekommen. Das sind jetzt meine Tipps, die ich bei mir angewendet habe, wenn ich zu meiner Anfangszeit zu der Rohkost-Heißhungerattacken gehabt habe, jetzt überhaupt keine mehr, bin jetzt seit mehr als 5,5 Jahren sehr zufrieden mit meiner Lebensweise und sonst empfehle ich dir auch gerne meine Playlist zur schleimfreien Heilkost mal anzuschauen, mal ein bisschen durchzuklicken zu den verschiedenen Themen oder auch speziell ein Video, wie du zum Beispiel Fasten lernst und wie wertvoll es auch für deinen Körper ist. Werde ich dir auch in der Endkarte verlinken und auch unten in der Videobeschreibung bzw. unten in der Infokarte. Schau auch gerne auf Telegram bei mir vorbei oder wenn du nochmal tiefer ins Detail möchtest und deine Ernährung nochmal zusätzlich umstellen möchtest über Telegram. Da habe ich eine Arbeitsgruppe, wo du für einen monatlichen Beitrag da mit dabei bist, bei der Community, wo du Bücher bekommst, für deinen Alltag Tipps bekommst,
Tricks und wo wir uns auch gegenseitig austauschen und unterstützen möchten. Da kannst du mich auch sehr gerne anschreiben. In diesem Sinne, vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Wir sind jetzt in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin.